Das passt doch. Ja, zwei. Das ist zwar eigentlich Hugo, aber. So. 69. Na, 70 schaffen wir heute noch. Muss mir hier ein Hinweis. Ende 65. Lass dir von den Feen helfen. Aha. Haben wir das noch nicht? Ich weiß von dem Ending bei den. Bei den Elfen. Modi erwies sich als Betrügerin. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Ich muss mal das Schwert mitnehmen. Wie komme ich denn zu den Feen? Das ist in die 65 vielleicht für den Weg zu den Feen. Lass mir helfen. Okay. Sehr schön. Übertreibt es ein bisschen. Die Feen konnten wirklich gut heilen. Tatsächlich wurden die inneren Organe von Zwick so gut geheilt, dass sie unglaublich stark waren und das Vielfache ihrer Größe erreichten, bis sein Körper wie ein Ballon platzte. Danach konnten sie ihn jedoch nicht mehr heilen. Over here. Es geht ja vom Overkill. 65. Ah, hier. Und wahrscheinlich direkt daneben. 4 Monate später. Ich weiß noch, dass wir was anderes mit den Feen machen können. Sekunde. Mach ich gleich. Das Gehirn von Zwerg überlebte den Feenvorfall und wurde in einen Hund verpflanzt. So begann die neue, das neue Abenteuer. Oh, Hundi! Hundi. Hundi. Und ich brauche das Schwert und die Schaufel. Dann gehen wir mal ein paar harmlose Feen ermorden. Falls wir das nicht schon gemacht haben. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass wir es gemacht haben, aber naja. Wer weiß. Lass mich darüber schießen. Sieht das plötzlich aus, wie der die Schaufel und das Schwert dreht. Das war gar nicht sterben, nur auf dem Steinriff prallen. Wuff. Shopbesitzer begrüßt. Was ist rein hier? Und dann schaufeln wir uns wieder. Ich kann weit schießen. Ich kann nur. Warte. Massaker. Ja.
Hundi konnte es nicht ertragen, dass diese nervigen Insekten um ihn herumflogen und ihn berührten. Es erledigte er sie. Er hat sie alle ohne mit der Wimper zugetötet. Und dann ist ihm klar geworden, dass es sich um ein paar Feen handelte, die versuchten, seine Wunden zu heilen. Ups. Hey, hör mal. Hey, listen. Ganz genau. Oh, ein unfreigeschaltetes Ending. 85. Am selben Tag. Armes Hundi. Ein böses Hundi. Böses Hundi. Hundi benutzte das Blut dieser Feen, um einen dämonischen Stadtportal zurück in sein Haus zu rufen. Oh. Jetzt haben das Portal hier direkt vorm Haus. Das führt jetzt direkt zu den Feen. Ist ja sehr gut. Kommen wir jetzt zur Passage. Ist ja eine mega Abkürzung. Das müssen wir hier nur mit eine Bombe brauchen wir. Die Bombe liegt außerhalb. Müssen wir die Bombe nur noch herholen. Meine Schaufel könnten wir auch hier hoch. Müssen eigentlich nur die Schaufel holen, dann können wir. Nice. Haben wir eine mega Abkürzung. Das ist mal was wert. Hol die Schaufel. Hundi mit Schaufel. Was wir dann machen, müssen wir mal gucken. Was wir hier noch für ein Ending haben. Mit drei Items können wir da. Können wir da eventuell schwer genug sein, um durch das Ding ins Portal zu kommen. Ja, hier kann man es schon ahnen, dass die mehr, dann dir mehr Punkte geben, als du hast. Hund mit Schwert. Süßes Hundi. Die Grube. Wir waren schon lange nicht mehr damit. Haben wir hier noch irgendwo ein Item? Noch ein Item kriegen wir, dann könnten wir es mal versuchen. Bitte nicht versuchen, Modi zu retten. Ja. Okay. Klingt nach einem guten Plan. Kriegen wir irgendwo noch ein Item? Den Amboss brauchen wir nicht als Item. Zur Prinzessin. Wir wollten die Prinzessin mal als Item, die bringt zwar nichts, die zu dieses Ending mit der Prinzessin, die mit ihrem Gewicht gelogen hat. Ich weiß, dass wir, wenn wir die Prinzessin zurückbringen, nicht ganz zurück. Da gibt es auch noch ein Ending. Wir können was mit der Prinzessin machen. So, wie kommen wir jetzt raus? Ohne dem Schurken entgegenzutreten.
während ich weg bin, der dunkle Lord. Okay, ich glaube, da brauchen wir so ein Dingens, das. Brauchen wir einen Haken. Was? Dunkle Energie schwang mit Hundi, Mordi mit und sie verschmilzt zu einem sexy dunklen Wesen. Eine Horde von Schergen folgte, die jede Menge absolut nicht sexualisierter Fanarts teilen wollten. Du bist ein Waifu. What? Was ist jetzt passiert? Und wie? 76 von 100. Okay. Ein Waifu. Ich bin Bosette-Anspielung. Als ob. Eine neue Prinzessin war in der Stadt. Eine andere wurde in die dunkle Festung entführt. Jeden Tag wird eine neue Prinzessin entführt. Was machen diese Wachtypen den ganzen Tag? Was machen die von Beruf? Was machen die so beruflich, die Wachen? Das ist eine interessante Frage. Und jetzt? Was war jetzt? Als ob. Eine Bausett-Anspielung. Ist ja zu schlimm. Bei den Feen vorbei. Oh, ein Hinweis. Ja, wahrscheinlich, dass wir die töten sollen. Sonst würde er nicht hier liegen. Das haben wir ja schon gemacht. Das wäre ja blöd. Noch ein Hinweis. Hinweise kriegt man hier wirklich genügend. Kann man nicht meckern. Muss man nur rankommen. So, ich versuche mal hier ein paar Herzen zu verteilen. Mal gucken, ob wir schwer genug sind, um da durchzukommen. Mit den drei Items. Wenn nicht, mache ich, wo wir schon hier sind, was anderes. Na? Ne, nicht schwer genug. Keine Ahnung, wie wir das schwer genug werden. In dem Hammerhead mit dem Amboss. Ein Amboss-Zwergfähig da drauf. Ein lustiges Gimmick. Dass du als Amboss schwer genug bist. Halb Held, halb Amboss, halb Amboss. So, dann tun wir jetzt mal was anderes. Was schon längst überflüssig ist. Schwert haben wir nicht mit. Doch, müssen wir mit haben. Wir schenken Liebe. Mimik kifft doch die. Du bist tags nicht mehr. Das haben wir schon probiert, glaube ich. Kann man sie überhaupt noch mit aufheben oder ist das als Item zu schwer? Du hast Mordi. Ne, sie zählt nicht als Item. Mordi zählt nicht als Item. Auch wenn es das eine Ending gibt, was er auch noch irgendwann mal machen muss. Wir sind bereit, das Nötige zu tun. Ich hoffe, es geht so. Umarmung. Es vergeht Wuster. Nach dieser Änderung. Können wir es noch von hinten kommen oder so? Ich meine mich dran zu erinnern, dass wir den umarmen können. Dunklen Lord.
Tja. Okay. Ich sehe hier gerade was. Eventuell funktioniert das auch so. Ich habe ja gerade noch komplett oder sowas gefunden. Muss man bestimmt noch nicht haben. Lang die dunkle Macht, das ist. Das war nicht das Ending. Ah, das ist eventuell das Ending, was ich jetzt herausfinden will. Ich weiß nicht. Das ist das andere Ending. Ich habe da eine Idee. Müssen wir aber, glaube ich, von hinten kommen. Das heißt, wir brauchen Mr. Hux. Und wir brauchen den Haken. Schön drüber gesprungen. Wenn das klappt, wie ich es mir vorstelle. Ach, wir können hier die Abkürzung nehmen. Ein kleines Schleudertrauma für den Helden, aber okay. Dann würde schon mit klarkommen. Hops. Stratosphäre. Geh mal rüber. Quer durchs Land geschossen. Die Herzdame. Gibt schon wieder Houston. Houston wäre ein Problem. Houston hier schon drum. Das hilft manchmal was trinken. Jetzt mal hier hoch. Jetzt wären wir mal eine glückliche Familie. Prinzessin, Held und Schurke. Oh nein. Aufwinde. Genau das. Nach einiger Zeit mit Modi merkte Zwerg jetzt, dass er stärkere Gefühle für jemanden hatte. Und der dunkle Lord erwiderte diese. Sie lebten glücklich in der dunklen Festung und adoptierten zwei dunkle Kinder und einen dunklen Hund. Dunkle Liebe. In 73.
Sehr schön. Nicht das, was ich gedacht hätte, aber okay. 3 Jahre später. Ich weiß, was wir noch machen können. Bin auf dieselbe Art. Es ist normal, dass viele Paare Probleme haben, wenn sie zusammenziehen. So jetzt Romanze klappt so nicht. Und einige Zeit später war er wieder in einem seinem schmutzigen Zuhause, dein Zuhause.